Servus zusammen und willkommen zurück zu unserem Projekt Big Farm hier auf der wunderschönen Map Neubadelshagen. Ja, ihr seht es, wir sind unterwegs mit dem Case, mit dem Drescher und wenn wir unterwegs sind, dann heißt es in der Regel, dass wir zur Ernte fahren. Ja, ich habe in der Zwischenzeit, denn wir sind im nächsten Monat angekommen, im Juni, habe ich jetzt mal eine Aufgabe bzw. einen Auftrag entgegengenommen und da werden wir ernten und ich habe diesen Auftrag deswegen entgegengenommen, weil wir da nämlich zu einem der neuen Felder fahren. Der Mutter hat ja vor einigen Wochen ja die Map abgedatet und auch eben ein bisschen umgestaltet, hat hier ein Feld hinzugefügt und da fahren wir jetzt mal hin und wenn wir dies ernten, dann sehen wir mal, wie das Feld eben sich ja darstellt, wie es eben aussieht. Und dann können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht dann irgendwann mal mit diesem Feld hier auch etwas anfangen. So, da sind wir auch schon da. Das ist das Feld. Und wenn wir da vorne gucken, da vorne sehen wir auch schon, da ist unser Abfahrer, der ist vorgefahren und steht schon bereit hier für diesen Auftrag. So. Dann bringen wir mal den Drescher in Position. Und dann, bevor es aber losgeht, sprechen wir mal ganz, ganz kurz über zwei Geschichten, nämlich den stellen wir jetzt erstmal hier ab. So, hier schauen wir mal, wie weit unsere Silageballen sind. Nee, die sind glaube ich noch, nee, 58%. 58%, die sind noch nicht so weit, dass wir sie in die BGA kippen können. Wir schauen mal, wie weit die BGA ist. Ja, da ist vom Fermenter-Silo sind 75.000 drin. Dann denke ich, können wir das Ganze mal anschmeißen, damit hier nochmal ein bisschen Geld generiert wird. So, wie weit sind wir hier? Ja, Häckselgut, noch jede Menge Häckselgut ist drin. Das wird noch viele, viele Monate dauern, bis wir dieses verarbeitet haben. Und knapp 50.000 Silage. Okay. So. Dann möchte ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. In der letzten Folge hatten wir ja das Thema mit der Unkrautbekämpfung und mit Striegel, Hacke oder eben mit der chemischen Keule. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe hier ja weitergemacht und wir hatten ja auch da oben einen Auftrag an der 4 war es, glaube ich, wo gestriegelt wurde. Den habe ich soweit beendet. Und ja, wir schauen mal ganz kurz auf die Map, dann zeige ich euch das. Also man sieht hier, wenn wir hier uns das Thema Unkraut anschauen, dass natürlich da, wo wir mit der Hacke unterwegs waren und da, wo wir mit dem Striegel unterwegs waren, ist praktisch das Unkraut komplett entfernt. Und ich gebe jetzt zu, dass mir das dann doch ein bisschen zu lange gedauert hat und ich hier den Rest des Feldes dann doch eben mit der Spritze bearbeitet habe. So, das sieht man eben daran, an diesen Spuren, weil hier ist praktisch das Unkraut ja noch da. Hier ist es ja komplett weg und das behandelte Unkraut, das gespritzte Unkraut ist ja noch da. Okay, also Fazit. In diesem Projekt mit Sicherheit wird es ganz, ganz schwierig, hier mechanisch zu arbeiten, weil einfach die Felder zu groß sind. Also 9 Meter zu 28 Meter, ich glaube, das ist klar, das spricht Bände. Und wir hatten ja uns ja auch mal angeguckt, ob das Ganze hier eben durch die Bodenverdichtung sich auch in irgendeiner Form auswirkt. Aber ich glaube, nein, 96%, das war auch das, was wir vorhatten, Bodenbearbeitung 9,6. Also das hat sich jetzt jedenfalls hier nicht ausgewirkt. Aber wer natürlich gerne hier, ich sag mal, auf Biobauer macht oder der kann natürlich hier gerne mit den mechanischen Unkrautbekämpfungen arbeiten. Ich denke, für dieses Projekt ist es weniger interessant, aber wir haben ja noch ein anderes schönes Projekt und da arbeiten wir ja eher mit den kleineren Feldern, nämlich unser neue Mini-Brunnen, unsere Alpen-Map. Und da denke ich, da können wir mit Sicherheit mal das ein oder andere Mal hier mechanisch an die Sache rangehen. So, das also das Fazit zur letzten Folge, wo wir eben über Hacke, Striegel und die chemische Keule gesprochen haben. Jetzt möchte ich noch was anderes ganz kurz euch zeigen. Hier haben wir ja unser großes Feld mit der Wiese und das ist auch erntereif. Allerdings mache ich mir da jetzt ein bisschen Sorge, weil mir ist nämlich Folgendes aufgefallen. Ich zeige euch das mal hier drüben. An der Wiese, die ich hier schon abgeerntet habe. Und das ist mir auch schon andere Male aufgefallen, dass wenn man nämlich mit dem Mähwerk hier drüber fährt, dann habe ich so das Gefühl, dass der das Feld irgendwie, ja, die Feldränder neu setzt.
also praktisch Feld erstellt. Also man sieht es hier vielleicht daran, dass ja hier eigentlich das Feld ist und dann geht es hier links rüber. Aber hier bin ich praktisch um die Kurve gefahren mit dem Meer und dann hat er hier das jetzt praktisch zum Feld gemacht. Ja, also man sieht es wirklich hier unten durchs Gras im Boden, dass es hier hellgrau ist und hier ist es dunkel und das ist eigentlich zu bearbeitendes Feld. Also das ist mir schon in den vorigen Folgen aufgefallen, dass wenn man hier mit dem Meer drüber fährt, manuell, dass er dann tatsächlich die Feldränder dann plötzlich zum Feld macht. Man sieht es eben auch sehr schön, wenn man hier guckt. So, Entschuldigung, ich musste mich mal kurz räuspern. Dass nämlich hier unten das Feld eigentlich, vielleicht sieht man es hier sogar besser, dass hier das Feld eigentlich ja rüber geht, da wo jetzt auch der Pfeil ist. Und darunter ist aber auch ein Stück Feld, nämlich so, wie ich mit dem Meer gefahren bin. Natürlich kann man das Ganze jetzt dadurch umgehen, dass wir hier praktisch nochmal, so wie auch hier unsere Feldränder, nämlich manuell setzen. Und dann haben wir natürlich das Problem beseitigt, weil da wird er dann definitiv nicht mehr ein Feld erstellen. Aber ich finde es interessant und vielleicht schreibt es mir doch einfach auch mal vielleicht in die Kommentare, ob ihr dieselbe Erfahrung gemacht habt, dass wenn ihr hier die Felder manuell mäht, dass er dann tatsächlich über die Feldränder hinausgeht und dadurch Felder erstellt. Würde mich wirklich interessieren, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorge und werde da drüben vermutlich den Helfer mähen lassen, damit die Feldränder sauber sind. Bleiben. Okay, das dazu. Wir kommen jetzt hier Motor an, natürlich. Stopp, hier erstmal ausklappen. Wir werden jetzt hier anfangen, das Feld zu ernten. So, Rundumkennleuchte machen wir aus und los geht's. So, und wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt eines dieser neuen Felder, die hier ja vom Modder neu angelegt wurden. Diese Ecke der Map wurde ja modifiziert. Und das finde ich also ganz interessant. Wir können uns das ja auch noch mal ganz kurz hier ansehen. So, dieses Feld Nummer 17, das ja auch in der Mitte hier einen Grünstreifen hat. Ich glaube auch mit dem Hochsitz. Und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Das Feld ist natürlich prädestiniert in Anführungszeichen, um es zu unterteilen, um hier vielleicht auch eben einen neuen Hof hinzubauen oder Produktion oder ähnliches. Muss man mal sehen. Übrigens hier unten blinkt es auch. Auch da habe ich einen Auftrag entgegengenommen. Das ist eine Wiese, da werden wir Ballen machen. Und da habe ich aber keine Maschinen ausgeliehen. Da werden wir das mit unseren eigenen Maschinen machen. Und jetzt legen wir erstmal hier noch weiter los. Wunderbar. So, und da drüben sieht man ja eben dieses Grünfeld. Mitten in der Wiese ist natürlich dann immer ein bisschen ungeschickt für den Helfer mit der Fahrerei. Und da ist auch noch ein schöner Hochsitz drin, was uns natürlich dann das Problem auch bereitet, dass wir das nicht, ich sage mal, umgraben können oder zum Feld hinzufügen können. Weil Deko oder dieses Dekostück, denke ich, kann man nicht verkaufen. Und da ist es natürlich dann ein bisschen ungeschickt. Also da lässt sich eher das Feld natürlich eher als Erweiterungsfeld zum Beispiel bearbeiten, um den Hof oder Produktion drauf zu packen. Zumal sich das ja auch anbietet, da ja dieses Silo hier zu uns gehört. Und dann hat man eben auch gleich das Getreidesilo in der Nähe. So. Dann einmal rum und nicht an den Baum fahren. So, das sollte soweit passen.
So, der Teil ist jetzt, glaube ich, gerade. Da können wir dann den Helfer losschicken. Genau, da können wir erstmal gerade fahren. Und in der Zwischenzeit werden wir mal so mit unserem Fendt schon mal das Mähwerk holen, damit wir dann auf dem Feld 16 auch schon mal langsam mit dem Auftrag beginnen können. Ballenwickler haben wir ja, Ladewagen haben wir. Und das Mähwerk macht uns ja zum Glück auch gleich eine schwarz. So, da steht unser Ballenwickler, auch schon parat. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wo ist das Schneidwerk? So, wo ist Bele? Okay, ich glaube hier. Jupp. So. Und in der Zwischenzeit schauen wir noch mal. Ja, er hat noch ein bisschen zu fahren. Gut. So. Und dann da rückwärts ran. Sehr schön. Und dann fahren wir damit zum Feld. So, oh. Unser Case hat schon einen fast vollen Korntank. So. Da lassen wir jetzt den Helfer mal fahren. Mal schauen, ob das funktioniert. Nee, will er nicht machen. Dann gucken wir mal. Ja, weil hier sollten wir definitiv nochmal eingreifen und ein Vorgewende fahren. Und dann müssen wir sowieso gleich abtanken. So. Und dann fahren wir mit dem JCB und einem wirklich schicken Anhänger, den er hat, mal zu unserem Case. So, was meine ich mit schick? Da ist jede Menge Werbung drauf. Nicht schlecht. Sponsored by Michelin. Okay. So. Der Case. Oh, ist schon voll. Okay. Ich muss mich übrigens korrigieren. In der letzten Folge hatten wir ja, wie gesagt, einen Auftrag. Und da habe ich fälschlicherweise gesagt, der New Holland Traktor, es war natürlich kein New Holland, es war ein Valtra, habe ich tatsächlich mich da geirrt, beziehungsweise das Blau hat mich irritiert. Ich habe echt gedacht, das wäre ein New Holland Blau, war es aber natürlich nicht, es war ein Valtra. Also wem das aufgefallen ist, ihr habt es gemerkt, beziehungsweise ich habe es dann selbst auch bemerkt, als ich mir das Video dann beim Schneiden nochmal angesehen habe. Naja. Darf ja auch mal passieren. So. Sehr schön. Schauen wir mal kurz. 28. Okay, also wir können mit Sicherheit dreimal abtanken. So. Dann hier nochmal den Feldrand, das Vorgewende. Bingo. So, jetzt, ne? Einfach die Arbeit. Aha, interessant. Okay. Nee, möchte er nicht.
dann müssen wir das vermutlich doch von Hand abfahren. Ich denke, der hat ein bisschen Probleme mit dem Feldrand und mit den Bäumen, kann das sein? Ja, so lernen wir immer ein bisschen was dazu, wenn wir eben solche Dinge selber machen. Jetzt übernimmt der Helfer wieder. Okay, dann kann es sein, dass vielleicht der Baum hier ein bisschen zu dicht am Feld steht und dass er deswegen Schwierigkeiten hat, kommt an dem Baum vorbei. Das scheint zu funktionieren. Gut, wir werden in der Zwischenzeit nochmal mit unserem Fendt probieren, ob er da reinkommt oder nicht. Okay, da können wir ihn hinsteuern, da kommt er hin. Er fährt los. Sehr gut. So, dann haben hier wir den Case mit unserer Ballenpresse und den können wir dann auch schon mal in Position bringen. So, da fahren wir dann einfach mal hinter unserem Fendt her. Sehr schön. Ich bin ja parallel am Überlegen, weil wir ja unten einen Kuhstall haben. Also zumindest können wir den Kuhstall ja mit Tieren bestücken. Oha, sehe ich da richtig? Oh ja, da liegt ein Schild. Okay, da hat der Fan vermutlich das Schild mitgenommen. Wo war ich stehen geblieben? Beim Kuhstall. Ich bin am Überlegen, ob wir uns schon Kühe kaufen und dann mit Silage füttern, dass die sozusagen dann schnell geschlechtsreif werden und auch produzieren können, damit wir schon Tiere haben, die wir dann, wenn wir unseren eigentlichen Kuhstall ja kaufen, auf unserem zukünftigen Bauernhof, auf unserem zukünftigen Arbeitsgelände, dass wir da dann die Tiere dann einfach umsiedeln, aber die sozusagen schon ja produktiv sind. Bin ich noch am Überlegen, könnten wir vielleicht am Ende des Tages noch machen, denn wir haben ja, wie gesagt, hier die zwei Aufträge, haben ja auch noch unser großes Grasfeld und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir mit den Silageballen kommen, wann die soweit sind, aber ja, am gestrigen Tag waren sie bei 25%, jetzt sind sie mal bei knapp 60%, ob sie am Ende des Tages wirklich, ob wir sie da schon in die BGA werfen können, wir werden es sehen. So, der Helfer hat seine Arbeit erfolgreich beendet, das heißt, er ist definitiv hier angekommen. Und steht ein bisschen Scheps auf der Straße, so wie es aussieht. Okay, so, wir übernehmen. Und das hier müsste die Wiese sein, auf der wir dann gleich anfangen zu mähen. Aber jetzt gehen wir erst nochmal rüber zu unserem Case. Yep, das funktioniert sehr gut. Ja, aber wir fahren nochmal ein Vorgewende, damit das leichter hat mit dem Wenden. Sehr schön. Prozent ist der Korntank gefüllt. So. Und dann schicken wir ihn wieder hier diese Bahn hoch. Und dabei können wir dann gleich mal abtanken. So, Dele. Und da ist unser JCB. Mit dem wunderschönen Anhänger hier. Produktivität, Bodenschonung und... Ja klar, digitalisieren. Okay, das Schlagwort schlechthin. Gut, der Krampe-Anhänger. Wir werden abtanken. So, ein kleines bisschen ran. Und
Da rechts sieht man zum Beispiel diesen Hochstand und dieses Grüngelände. Ja, und wie gesagt, dieser Hochsitz, den kann man nicht entfernen. Die Bäume könnte man natürlich fällen und könnte dann das Gelände ummodeln, dass es dann ein größeres Feld wird. Aber mit dem Hochsitz ist das natürlich ein bisschen ungeschickt. Okay, während wir hier jetzt den Case abtanken, darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge war wieder interessant für euch, hat euch ein bisschen unterhalten. Ich bedanke mich auch an der Stelle wieder bei allen neuen Abonnenten und für euer Feedback. Schön, dass ihr jetzt mit dabei seid und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.